Hey, hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Wir modden Packen immer noch ein bisschen und wollen heute mal gucken, wie so ein Norbel brennt, wenn aus irgendeinem Grund sagt das System, wir verbrennen sie nicht. Aber ich will brennende Norbels sehen. Also gucken wir mal, was jetzt passiert, wenn der gute Kai jemanden einäschert. Norbels sind sehr heißblütig und ich habe gespeichert vorher. Kann ich sagen, aber ist nichts passiert. Wie langweilig. Ich habe mir da mehr von erwartet. Mit sechs Kolonisten, die sich langweilen. Krass. Jetzt oder langweilt sich nur noch ein Kolonist. Das ist schon mal besser. Wir haben auch genug Mulch produziert. Nein, wir haben kein Holz mehr. Wir können nicht genug Mulch produzieren. Ich würde jetzt glatt hingehen. Ich brauche noch einen größeren Wald. Und da wäre es doch ein leichtes, den woanders hinzubauen. Schau mal, das ist so mein Umfeld, das muss ich beschützen. Aber hier unten zum Beispiel, hier so, hier könnten wir doch einen Wald hinbauen. Ich erkläre das zu einer Anbauzone. Ach, das ginge ja nicht. Dafür brauchen wir ja kultivierteren Boden. Schau mal, das hier wird unser Arbeitswald. Das wird ein bisschen dauern, bis wir den kultiviert haben. Den Boden. Da kriegen wir die Jungs auf jeden Fall eine ganze Zeit lang mit beschäftigt. Zumindest alle, die bauen können, was ja jetzt nicht so viele sind, wie es aussieht. Na, guck mal, Redfield kann bauen, der kultiviert den Boden. Ich bin geneigt, hier noch einen Gang einzubauen. Haken an der Sache wird sein, dass die Leute dann auch darüber reinkommen. Dann brauche ich hier unten Kanonen, die habe ich nicht. Blödsinn, der alle in der Erde rumgraben. Können wir mal checken. Bauarbeiter sind nicht so viele auf hoher Prio. Es geht eigentlich. Ne, das finde ich okay. Nur Loktür und Zox haben hohe Prio, was das angeht. Dann hängen hier wenigstens nicht alle rum und machen nur Bauarbeiten. Nur die, die sich langweilen. Und Mr. Mole ist damit beschäftigt zu forschen. Sehr gut. Dann kriegen wir bald die Mechanikgeschichte und dann können wir nämlich mal gucken, ob sich noch was tut. In der Richtung. Bin auch am Überlegen, ob ich den Mulch nicht doch schon ausbringe. Man kann das halt noch stärker verbessern. Aber ich glaube, für den Anfang wäre es tatsächlich gar nicht so schlecht, schon mal ein bisschen Mulch zumindest im Einsatz zu haben. Was? Wie viel haben wir denn? Ah, gar nicht so viel. Guck mal, das Gebiet verbessern wir schon mal mit Mulch. Ach, der Reis wird eingeerntet, eingebracht, die Reisernte. Sehr schön. Wir haben auch wieder genug Nahrung, genug Kräutermedizin, wie es aussieht. Das erfreut mich ja auch ungemein. Genau, ihr bringt ja den Mulch aus. Das erhöht die Wachstumsrate der Pflanzen. Na, 110er Wachstumsrate, hier nur eine 100er. Dasselbe Spiel, hier 110, hier nur 100. 10% schnelleres Wachstum. Top-Geschichte. So kriegen wir es wenigstens hin, dass das Zeug irgendwann fertig wird. Ist sehr ruhig aktuell. Gefällt mir. Was macht die Arbeit da unten? Die beiden sind beschäftigt, der Rest überhaupt nicht. Ja, so ist das. Aber wir brauchen halt die Bäume, damit wir einen kontinuierlichen Zuwachs an Holz haben. Eine gesunde Forstwirtschaft. Denn wenn ich jetzt einfach hier sage, holzt mir das ab, das ist halt irgendwann alles abgeholzt. Nee, ich mag das mit der gesunden Forstwirtschaft viel lieber, weil die holzen, sobald die Bäume hier fertig, also 100% gewachsen sind, holzen die ab. Hauen das Maximum raus quasi. Gut, ich habe jetzt kein Holz, deswegen produziere ich keinen Mulch mehr und deswegen wird das hier auch nicht fertig. Hätte ich mal drüber nachdenken sollen vorher. Naja, passt schon. Ah, guck mal. Der Hammer baut das letzte Schlafzimmer fertig. Mit einem guten Bett. Nichts Hervorragendes, aber zumindest gut. Und gut reicht mir für den Anfang. Es scheint mir nicht immer gereicht zu haben, wie ich das hier sehe. Ah, doch, da sind auch ein paar gute. Alles ist in Ordnung. Alles gut. Ach, ist das schön. Die Mechanik ist fertig. Wir drücken mal Pause. Wir wissen, wir müssen noch eine Forschung einstellen, aber als erstmal schauen wir ins Ressourcending. Denn dort sollte die Electronic Workbench sein. Da ist sie. Die können wir sogar bauen. Wir haben alles, was dafür nötig ist, ans Materialien da. Die stellen wir hier hin. Das finde ich auch der Optik wegen ganz gut.
Da kann man nämlich dann noch einen davor stellen und so weiter und so fort. Sehr gut. Der Zock baut die gerade auf. Du hast alle Materialien, mein Junge. Du hast alle Materialien. Wunderbar. Und diese Workbench kann Elektronik-Chips. Braucht dafür allerdings Silikon, das wir, glaube ich, noch gar nicht haben. Bis du hast... erstmal 15. Ich weiß, hier gibt es noch die Integrated Circuits. Die brauchen wie viele Elektronik-Chips? 15. Guck mal. Das reicht. Aber erstmal müssen diese 15 erstellt werden, sonst geht hier gar nichts weiter. Und dafür brauchen wir Silikon. Und Silikon haben wir, glaube ich, noch nicht. Aber können wir das nicht am... nicht an der Kochplatte. An der Mechanikerwerkspand? Gerade das hier? Silicon? Nein. Hier war es auch nicht. War es am Smelting Furnace? Das klingt doch super. Nein. Am elektronischen Smelting Furnace? Make Silicon. Da ist es. Und das machen wir wo draus? Aus Sand. 30 Sand. Sand produzieren wir auch irgendwo. Mache, bis du hast, sagen wir, 50. Okay. Höher als Schlacke schmelzen. Und check nochmal bitte, wo produzieren wir Silicon? Kann mir das kurz mal einer? Wo produzieren wir Sand? So rum. Es produziert keiner Sand, wie es aussieht. Das kann nicht sein. Irgendwo muss ich Sand produzieren. Ich weiß das. Ich bin mir da recht sicher, das zu wissen. Sieht aber tatsächlich eher gerade danach aus, ob ich es gar nicht mache. Kann nicht sein. Marble Blocks. Hier kann es nicht sein. Das ist hier was. Ich hätte es ja am ehesten hier erwartet. Hier ist es, glaube ich, auch drin, ne? Nee. Ah, hier. Sand. 200. Alles klar. Alles gut. So. Das heißt, die Elektronikerstellung ist drin. Ah, aber wir haben keine Forschung eingelegt. So, was nehmen wir als nächstes? Crafting. Ich glaube nicht. Construction. Das ist, da ist was drin, was mich interessieren würde tatsächlich. Krankenbetten sind auch ziemlich gut. Das ganze Medizinkram ist super. Ich möchte aber eigentlich Cooking. Das macht neue Rezepte. Ich würde aber viel lieber... Gibt es nicht hier noch Agrikultur oder so? Guck mal, alphabetisch. Nee. Food Synthesizer interessiert mich auch nicht. Hydrokulturen könnten wir noch nehmen. Damit lernen wir Onions und Tofu-Herstellung. Nicht, dass ich ein Tofu-Fan wäre, aber... Ah, Mining Sonar. Geht das hier rüber? Ich würde das, glaube ich... Ich glaube, ich will das haben. Es gibt da noch etwas, was ich haben möchte und das könnte darüber kommen. Omnigel, das ist aber auch nicht verkehrt. Damit kann man alles Mögliche replizieren. Ah, aber ich glaube nicht das, was ich brauche. Guck mal, AI Construction. Das wird als nächstes erforscht. Hätten wir uns geeinigt mit uns selber. Was macht denn meine Felderstellung da unten? Und die Herren sind gut dabei. Das gefällt mir. Hier ist natürlich keiner mit beschäftigt, aber das liegt daran, dass noch kein Silikon hergestellt wurde. Zumindest nicht in der Menge, wie ich es brauche. Irgendwer wird jetzt irgendwo Silikon herstellen. Na, ich sehe schon, ihr habt gänzlich andere Aufgaben. Aber dann habe ich doch genug Silikon. 10 Silikon, 5 Aluminium. Also Elektrochips sollten kein Problem darstellen. Muss nur mal eine Zeit für haben. Ja, das geht. Ach, es gibt jetzt einfach als nächster Zeit erstmal keinen elektronischen Schock-Problem-Technik. Und dann passt das. Weil, na, dafür wollte ich sie haben. Für die Fusebox. Ein Großhändler ist im Lande. Mr. Mole, nicht so viel schlafen, mehr mit dem Großhändler telefonieren, nicht wahr? Autocell, wir haben nichts. Das ist dieses Omnigel. Das können wir bald produzieren. Das ist also nicht mehr so relevant. Und ansonsten ist eh nichts relevant, was der hat. Und tschüss. Hau ab, Großhändler. Du störst mich nur. So, ich möchte noch nicht alle Leichen verbrennen, aber alle neuen, die dazukommen, werden verbrannt. Ich glaube nämlich, mit denen da kann ich noch was anfangen. Ich meine, da kann man Biomasse extrahieren. Deswegen behalte ich die erstmal im Lager. Aber alle neuen Leichen können wir jetzt verbrennen. Das ist ganz gut. Ah, guck mal. Der Andy, der macht jetzt ein paar Elektrochips. Sehr schön, Andy. Da sind 5 Stück.
Das heißt, wir können gleich eine Fusebox bauen. Wir können jetzt eine Fusebox bauen. Glaubt ihr es oder glaubt es nicht? Die sorgt halt dafür, dass wir im Falle des Stromausfalles keine großen Probleme mehr haben. Deswegen werden wir auch einen direkt dahin stellen. Also nicht Stromausfall, hier so Überhitzungsgedöns, die fangen das ab, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh, die ersten Kartoffeln werden gut. Sehr schön, neues Futter. Denn, wohl ist noch ein bisschen Reis da, aber auch wirklich nicht mehr viel. Da ist es gut, dass sich da jemand drum kümmert. Ist auch gerade erst Sommer. Ja, wenn man so guckt, so von oben auf das Land, das läuft doch sehr gut. Das Stahlproblem ist auch gelöst. Wir haben noch ein bisschen Holzproblem, aber das ergibt sich gerade, weil wir gerade eine ganze Menge an Holz da reinbekommen haben. Dadurch sind natürlich alle sehr schwer beschäftigt. Ich bin aber am Überlegen, ob wir nicht die Schichten wieder ein bisschen anders verschieben, damit mehr Leute gleichzeitig arbeiten. Ich glaube, das passt schon. Wenn jetzt noch ein paar dazukommen, haben wir eh wieder sehr gut gefüllte Schichten. Dann werden wieder Leute sich langweilen. Wie der Herr Thundering. Dafür habe ich doch eine Fusebox. Achso. Krematorium hat durch den Regen einen Kurzschluss und fängt Feuer. Warum steht denn das draußen? Hat aber auch keinen gestört, also. Hat keinen gestört. Passt schon. Okay, das gefällt mir überhaupt nicht. Das Ding sollte nicht im Regen draußen stehen. Das, drin mag ich es aber auch nicht haben. Ah komm, wir reißen es erstmal ab. Und dann denken wir uns was Neues aus, wo wir es aufstellen. Wir brauchen einen neuen Raum quasi. Und ich möchte mit Marmorwänden arbeiten in dem Falle. Das ist ja alles innen hier, das haben wir ja schon mal besprochen. Der neue Raum ist jetzt erstmal nur für das Krematorium. Das Krematorium ist zufälligerweise 3 breit, hier haben wir zufälligerweise Platz von 3. Das heißt, der neue Raum wird erstmal ganz, ganz simpel hier sein. Eine Marmortür. Und ich möchte auch einen schönen Boden haben. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass es der ist. Genau. Okay. Wunderbare Sache. Kann abgebaut werden. Genau. Mach das mal fertig. Dann könnt ihr das Marmor-Kreatorium wieder einbauen. Glaubst ja, ne? Macht ihr einfach bzzzt und geht kaputt. Sowas können wir ja leiden. Oh, die Tür scheint aber länger zu bauen. Das ist jetzt Indoor. Und da reinkommt. Ja, macht erstmal fertig. Sehr schön. Da reinkommt das Krematorium. Ich weiß nicht, warum wir da so eine Ecke haben. Das wird vielleicht mal irgendwann größer. Ich wollte jetzt auch nicht die Kanonen umsetzen für den Blödsinn. So, dann bauen wir das Krematorium jetzt woanders hin. Was hat es nun davon? Ach, guck mal. Der Mulch wird auch langsam mehr. Klar, wir verbraten wieder unser ganzes Holz. Für so einen Blödsinn. Naja. Warum nicht? Kann man doch mal machen. Hier unten ergibt sich auch immer mehr. Das gefällt mir sehr gut. Dauert natürlich eine ganze Zeit lang, bis das alles hier kultivierter Boden ist, auf dem wir auch Holz anbauen können. Und Thundering hat es noch nicht mal ansatzweise geschafft, seine kleine Statue fertigzustellen. Das ist schade. Ich hatte gedacht, er ist ein bisschen flotter, was das angeht. Na, guck mal. Redfields baut jetzt das Krematorium. Ist der eigentlich schon besser geworden, was Bauen angeht? Guck mal, Konstruktion. Hat er schon auf Stufe 8 und rasend schnell entwickelt er sich, was das angeht. Bald ist er ein guter Konstrukteur. Noch nicht, aber bald. Ja, jetzt baut natürlich einer meiner Profis weiter, kann man hier so schon sehen, ne? 20 in Konstruktion, ein Meister seines Faches. Gut, dann steht das Ding wieder, wir stellen es nochmal kurz wieder genauso ein, wie es vorher war. Verbrenne Kleidung, nein, verbrenne Leichen und zwar auch die von Nobles. Keine Ahnung, warum das nicht gemacht wurde, aber mach das bitte für immer. Danke, damit haben wir das Thema auch wieder durch und damit sind wir auch für die Woche durch. Bald machen wir nächste Woche.
Mulch wird aufgetragen, ist sogar schon aufgetragen und ja, gucken wir einfach mal, was wir nächste Woche angehen. Ich bin da ja auch, was die Forschung angeht, ganz erfreut, dass wir bald in Richtung AI forschen können, um unsere Arbeitskraft noch ein bisschen stärker nutzen zu können. Und ja, das Feld ist auch in Arbeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.